die Schuhe? Ich weiß nicht, eigentlich ja auch. Gut. Aber der Rest kann jetzt mal drinnen bleiben. Ja. Müssen wir gleich nochmal herkommen und die Superkräuter holen und die Rescue-Sets. Weil davon, die brauchen wir eigentlich nicht. Brauchen wir überhaupt nicht. Deswegen kommen wir gleich auch weg. Wenn gesagt, nicht Geld. Mana haben wir auch noch. Das kann eigentlich auch weg. Wir haben eigentlich ziemlich viel Geld, ne? Jetzt von den dreien noch. Und vom Baral und vom Ruinenwächter. Oh Mann. Ja, kaufen wir alles mal. Wir haben... Was haben wir alles? Wir haben ein Juwel. Ja, das war das große vom Ruinenwächter. Das war das 10.000er. Das Mana-Ei kann weg. Der Helm kann eigentlich auch weg, wobei... Ich möchte noch mal gucken, ob Fina von irgendwas gebrauchen kann. Weil sie war ja eine lange Zeit nicht bei uns im Team. Und aber eigentlich sehe ich da keinen Grund erstmal für. Ja. Web könnte ich jetzt auch wieder mal diesen Chain Gem geben. So, mehr Kombi. Der Rest kann eigentlich erstmal so bleiben. Die dunkle Rüstung, ja. Die könnte ich eigentlich Web geben, oder? Nein. Könnte ich so Guido geben? Nein. Die können wir also verkaufen. Plus 4 SP bei Hit. Naja. Tun wir sie weg. So, die Schuhe bringen überhaupt nichts. Weil die Verteidigung geht halt extrem runter. Das möchte ich nicht unbedingt. Ja, das ist derselbe. Gut, dann können wir den alles verkaufen. Ja, es können wir ein bisschen dauern, bis wir das alles hier gemanagt haben. Sprich Helm weg, Schuhe weg. Ja. Was war es denn noch alles? Die Rüstung kann weg. So. Silber, Juwel, Juwel, Juwel. Die kann eigentlich auch weg. NMP alle Level. Naja, ich behalte das mal. Ja, das kann weg, das kann weg, das kann weg, das. Und das, die Waffen behalten wir erstmal. Genau. Alles klar, dann gehen wir nochmal zurück, holen den Rest. Können wir auch ein paar Sachen einlagern. Paar Waffen. Apropos Waffen, ich will mal gucken, wie das jetzt aussieht. Justin könnte mal ja auch wieder eine andere kriegen, glaube ich. Oh, ja, ja. Ich gebe ihm erstmal eine Keule. Zum Beispiel, naja, ich sollte mir eine bessere Keule aus Dingen zu holen. Oder ich kaufe mir vielleicht eine. Gucken wir mal. So, Web könnte mal... Hat er noch sein Schwert? Er braucht, glaube ich, ein Messer, wenn ich mich nicht täusche. Ne? Er muss ja erstmal sein Todesschwert lernen, genau. Das gebe ich ihm nämlich erstmal. Ja, noch viele gute haben wir nicht. Hier, wir messen mal das. So. Guido. Ja, oh, behält sein Schwert. Wobei, ein Schwert hat er gar nicht, ne? Oh Mann. Ah, bitteschön. Alles klar. Dann tun wir jetzt auch mal erstmal wieder ein paar Waffen weg. Weil so viele brauchen wir jetzt auch nicht mehr. So, Stash. Was kann denn da rein? Das Ding kann erstmal wieder rein. Den tun wir auch erstmal weg. Selten Items und so brauchen wir erstmal nicht. Gelbe Pille kann erstmal weg. Blaue Pillen behalte ich erstmal. Man weiß, Lebenstränke bräuchten wir auch mal wieder. Zwei Stück haben wir noch. Dann haben wir den hier noch. Miracle Trunk. Trank, ja, Miracle wieder, keine Ahnung. Tun wir auch erstmal weg, würde ich sagen.
Gut. Den Rest hätte ich gesagt. Wobei, das kann auch erstmal rein. Und der auch, ja. Und der kann... Nee, der bleibt. Weil das Messer und der Bogen ist ja Guido only. Die Peitsche, ja, weiß nicht. Lassen wir auch erstmal drin. Wobei, ich könnte sie eigentlich Fina auch direkt geben. Ja. So. Auch wenn sie einen geringeren Angriff hat. Ich bin mir sicher, das wird sich lohnen. So, tun wir die nicht erst auch mal wieder rein. Ja, dann gucken wir mal, was wir noch so kaufen können. Aber zuerst. Ja. Kommen jetzt diese ganzen Kräuter weg. So. Bitte Rap. Und die Tränke kriegt alle Justin. Die kommen auch alle weg. Den Rest können wir erstmal behalten. Ja. Das Messer werde ich auf jeden Fall mitnehmen, wenn ich in den Dungeon, in den nächsten Dingens optional Dungeon gehe. Messer, das Heilen drauf hat, das ist schon nützlich. Ne? Kann man nur endlich mal oft benutzen. Das wird extrem nützlich werden. Ja, das hier werde ich vielleicht auch mitnehmen. Okay, wir haben einen Hammer. Den sollte ich vielleicht mal mitnehmen. Um zu gucken, ob ich Justin einen besseren beschaffen kann. Auch noch einen Warpstab. Interessant. Gut. Ja. Lassen wir erstmal so. Und dann gucken wir mal nach Waffen. Ausrüstungsmäßig sind wir schon, glaube ich, auf dem besten Stand, wenn ich mich nicht täusche. Aber ich glaube, Waffen können wir uns noch welche holen. Zumindest in Silpen, ich glaube. Ja. So, hallo. Gucken, wie viel die Kräuter bringen. Ich hoffe, oh, 600. Okay, der Trank bringt schon mal 600. Das ist interessant. Tschüss, 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 tschüss. Tschüss, auf Wiedersehen. War schön mit euch. So, die Kräuter bringen noch 300. Naja. Kommen aber auch weg. So, der Hammer 10.500. Ich glaube, das ist schon mit der dickste Hammer, den wir uns kaufen können, oder? Ja, der ist billiger. Oh, die Axt haben wir schon, die haben wir auch schon, das haben wir auch schon. Ja, hier können wir nichts mehr kaufen. Gucken wir mal, Verteidigung. Nee. Auch schlecht. Justin würde Verteidigung kriegen, ne? Aber ja, das sehe ich nicht ein. Minus 20 Bewegung, das sehe ich irgendwie nicht ein. Gut, dann Magie muss ich auch nicht nachgucken. Resistance, Magic Block, nee, 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 auch mal nicht. Lebenstränke brauche ich mir auf jeden Fall nochmal. Mann, die sind ja alle so teuer. Hm? Ich kaufe trotzdem erstmal welche. Ich habe ja das Geld, ne? Aber ansonsten... Ja. Boah, Entschuldigung. War es das erstmal? Gucken wir nochmal schnell nach Silpedon, ob dort irgendwas für uns ist, was noch irgendwie interessant sein könnte. Ich glaube es aber nicht.
Höchstens Waffen, weil das alles andere kann ich mir nicht vorstellen. Ja, wir hatten ja damals noch das Geld von den vielen Kohlehaufen. Und das haben wir mal nicht alles verballert. Für Ausrüstung. Und naja. Joa, General Store. Hallo. Gut. Weapons. Was hast du denn so? Okay, ja, den haben wir schon, alles klar. Dann gibt es noch ein Messer. 52, das brauchen wir nicht. Da können wir einfach das, na, sag schnell das Dingens nehmen. Wobei, es hat Deflos drauf, ne? Das ist natürlich jetzt schon interessant. Ich lasse es erstmal. Gut. Bogen 45. Der Diskus wäre vielleicht noch interessant. 53. Gucken wir mal. Könnte ich gegen diese Kaktus-Dinger gut eintauschen? Ja, ich denke, oh ja, auf jeden Fall. Das machen wir. So, jetzt haben wir den. Den haben wir auch, das haben wir auch schon. Der Bogen macht nicht viel Sinn, weil, naja, wir haben ja den vom Ruinenwächter, der sollte sehr viel besser sein. Wobei er ist effektiv auf Geistern. Naja. Warte, was man, den brauchen wir eigentlich auch nicht. Wobei plus 22 bewegen, das ist natürlich schon eine Ecke, ne? Aber der braucht das nicht. Das sollte ich kaufen, wenn Web sein, denke ich mal, Todesschwert kann. Vielleicht. Dann wäre vielleicht eine Überlegung wert. Ansonsten. Nicht viel. Ein Schild. Man nimmt Justin seinen Angriff. Das ist natürlich nicht so geil. Und holy fuck, er hat fast 300 Angriff. Okay. Naja, gut, die bringen alle noch Bewegung. Im besten Falle. Das lasse ich dann doch mal sein. Hier haben sie auch nichts mehr. Ja, Mann, na ja, schönen guten Tag. Ach ja. Davon könnte ich noch mal welche kaufen. Verrepp. Im Notfall, ne? Weil er kann ja nicht heilen. Den Rest lasse ich erstmal. Den Rest habe ich ja auch eigentlich. Eigentlich im Koffer, aber na, so das Rep ein paar Mal heilen könnte, das ist schon ganz nützlich. Na, man weiß ja nie, wenn man mal in so eine prekäre Situation gerät. Hätten wir das jetzt erstmal ausrüstungstechnisch wieder hingebogen. Storytechnisch geht jetzt erstmal weiter. Und wir besuchen Milda, ja. Naja, eigentlich Dahlen, aber. Gucken wir mal. Ne, das war Haus 2. Ja, könnt ihr euch eigentlich noch an die drei Kinder erinnern? Ja, jetzt ist der zweite auch erwachsen. Oh Mann. Bald gibt's die neuen drei weißen Männer in Lane. Oh, sie erwarten uns schon. Justin, was treibt dich hierher? Sieht aus, als seid ihr, als seht ihr aus wie Katzen, die vor einer Flut wegrennen. Darlin, hör mir zu, ich brauche deine Hilfe. Und so weiter und so fort. Ich verstehe. Und warum wollt, what you want? Ah ja, was wollt ihr dagegen machen? Jeder hat es mir erzählt. Wenn du viele Antworten hast für viele Fragen, dann komme. Ne, wenn du viele Antworten willst auf viele Fragen, dann komme nach Alend. Das verstehe ich. Ich habe es nicht verstanden, als ich meine Reise begonnen habe. Aber nun verstehe ich ihre Worte. Da ist etwas, was ich wissen muss. Nicht, da ist was, was ich wissen muss. Nicht nur etwas. Es sind so viele Sachen.
Angelo wurde so groß und hat die ganze Welt umspannt. Warum würde so eine Zivilisation sterben? Die Karja, der Geisterstein und Karja. Ja. Das denn... Das ist wirklich... Naja... Ich weiß auch nicht. Ich muss nach Alend. Alles klärt sich dort in Alend. Jede, all die Antworten. Junge, glaube mir, wenn ich dir sage, die Zeit ist gekommen. Die Zeit für dich, den Auserwählten. Die Wahrheit ist, wir sind nicht nur Wissenschaftler. Wir sind die Torwächter von Alend. Justin, wir konnten dich nicht gehen lassen. Nicht, bis du bereit bist. Was du nun bist, Justin. Nach Alend. Ja, ich werde gehen. Ich werde die Antworten finden. Gut. Der Dorlin weiß, wo es nach Alend geht. Seid bitte vorsichtig, Justin, mein Junge. Ich danke dir, Dalim. Okay, lasst uns gehen. Ja. Ach ja, wie schön das wäre, wenn Milda eigentlich noch mitkäme. Nun, Justin, du musst ziemlich glücklich sein. Ihr habt so lange gewartet, um nach Alend zu kommen. Jetzt habt ihr die Chance. Ja, wir haben es fast geschafft. Das Abenteuer hat ein Ende. Alend. Das ist nicht das Ende, Justin, mein Junge. Ihr solltet zukünftig vorausgucken und was gucken zu, und solltet sehen, was als nächstes zu tun ist. Hörst du mir zu? Ja, da hat mir da wohl eigentlich recht, ne? frag Dolly, ne? Kennt den Weg nach Alend. Justin, mein Junge, ihr seid alle vorsichtig, ja? Ja. Denke ich mal schon. Fragen wir ihn mal. Hoffentlich hat er nicht wieder sein Horn verloren. Ach ja. Nee, aber da kommen wir eigentlich nicht mehr hin nach Alt Lane. Von daher. Ja. Fragen wir ihn. Oh, du bist es. Du bist es. Ich erinnere mich, Moment. Wer bist du überhaupt? Oh, nicht schon wieder. nur ein Witz, Justin. Was ist das heute? Wie kann ich euch helfen? Wir haben endlich den Schlüssel nach Alend gefunden. Den Schlüssel. Ein weiterer Schritt näher an Lite. Gute Arbeit, gute Arbeit. Dorlin, ich möchte nach Alend. Da ist etwas, was ich wissen muss. Ich sehe, die Zeit ist endlich gekommen. Der alte Dorlin hat ja wahrscheinlich schon alles erzählt. Wir sind nämlich die Torwächter von Alend. Ich denke, es ist Zeit, dir den Weg zu zeigen. Als erstes wirf die Medaille des Wissens in die wundervolle Quelle hinter dem Dorf. Du wirst einen Regenbogen sehen. Dieser Regenbogen auf der Quelle wird dir ja den Weg nach Alend zeigen. Dann wirst du finden, was du suchst. Zum Regenbogenberg und zur Regenbogenquelle. Macht euch auf den Weg zu diesem Ort, Alend. Danke, Dorlin. Wir werden nach Alend gehen. Ich werde das Tor zum Regenbogenberg öffnen. Seid sicher, dass ihr eure Antworten findet. Und dann Lite mit meinen Händen. Ich werde... Was zum Teufel hast du mit deinen Händen vor, alter Mann? Ja, das frage ich mich auch manchmal. So ein paar Fantasien, glaube ich, der Dorlin. Was Lied angeht. Ja, ich habe mal eben nichts gesagt. Einfach auf euch wirken lassen. Das ist es, was der General Baal die ganze Zeit quasi vorhatte. Naja. Das ist das, wovon er gesprochen hatte. Das Schloss, in dem Kaya noch schläft. Und wen sehen wir denn da? Du, Mullen.
Die Zeit ist endlich gekommen. Die Zeit für den Geisterstein wieder eins zu werden. Vater, wie kannst du das ernst meinen? Bitte, wecke nicht die Bestie. Ich flehe dich an. Das ist ein bisschen spät, ist es nicht? Wie auch immer, die Wiedergeburt von Gaia war das letzte Ziel der Operation Yggdrasil. Sie zu ihm hinaufmohlen. Gaia berstet vor Freude. Ich kann seine Stimme hören. Wie er nach... Gorge, was? Wie er nach Energie des Geistersteins langt. Vater, verstehst du nicht? Gaia kann nicht gezähmt werden durch menschliche Hände. Du wiederholst nur die tragischen Fehler der Vergangenheit. Warum kannst du nicht alle Soldaten und kannst du dich nicht erinnern an die Soldaten und Humanoiden, die Gaia zu Stein verwandelt hat? Würmer, nur Futter für Gaia. Würmer, wie wagst du es, Vater, dass, wenn das es wirklich ist, was du denkst, dann ist all dein Gerede von einer idealen Welt nichts anderes als eine Lüge. Es gibt keine ideale Welt ohne Gaia. Derjenige, der den Willen Gaias erfüllt, wird für immer gesegnet sein. So wie ich es werde. Aus meinem Weg, Mullen. Ich werde das letzte Stück Geisterstein opfern. Ja. Alle auf dem Bereich. Alle, Moment, was? All hands on the aerial battleship? Achso, alle Menschen, die auf dem Kampfschiff Grandeur fliehen konnten. Moment, was? So, also Lien meint jetzt sowas in der Art, ja, dass eigentlich alle beim Abschluss der Grandeur gestorben sind. Außer halt der General Mal. Schon komisch, was? Naja, laut Berichten vom Kampfschiff Lionlot sind alle Überlebenden mit der Rettung der Überlebenden beschäftigt, wie auch immer, und sahen wirklich schlimm aus. Und nun, wie konnte General Mal dies einfach überleben ohne einen Kratzer? Ja, ich denke, da Mullen weiß einiges.